Wissen Sie, was Fernweh ist? Palmen, Sandstrand, das blaue Meer. An der Sonne liegen, an nichts denken. Einmal alles liegen und stehen lassen und einfach davonlaufen. Alles vergessen und nur für seine Träume leben. Möchten Sie das auch? Aha, dann leben Sie aber ziemlich gefährlich, das kann ich Ihnen sagen. Warum? Weil Sie nämlich eine Gratwanderung machen zwischen Realität und Traum. Da braucht er bloß einer kommen und Ihnen einen kleinen Schubf geben und schon fallen Sie hinten unter. Das glaub's nicht. Ja, dann wünsche ich es Ihnen, dass Sie den, den ich jetzt mein, niemals treffen. Oder soll es einer wünschen? Hallo Paul! Grüß dich, Peter! So, das war jetzt die letzte Tour. Morgen geht's in Urlaub, 4 Wochen. Das könnt ihr jetzt auch brauchen. Irgendwo in Spanien in der Sonne rumliegen und den ganzen Ärger vergessen. In einem Jahr gehst du in Pension. Ja, spätestens dann hau ich sowieso ab. Dass ich nicht lache. Du und abhauen. Ja, das sagt man bloß immer, gell? Aber du tut man es dann doch nicht. Das traut man sich nicht. Eben, alles dann. Servus. Servus, grüß dich. Schrecklich langweilig, gell? Immer die gleiche Routen. Nächster Halt, Hildegardplatz. Fahren Sie doch einfach mal rechts rum statt links rum. Naja, ich meine, erst in die Garmische Straße, dann in die Brunntalallee und von dort zum Hildegardplatz. Da bringen ja die einen ganzen Fahrplan durcheinander. Ja und? Ich bringe mich ganz durcheinander mit Ihrem Gequatsche. So, bitte während der Fahrt den Fahrer nicht ansprechen. Wer sich hinter Verboten und Verordnungen versteckt, hat nur einen schwachen, labilen Charakter. Mhm. Und wer da ein Maul aufmacht, hat nichts im Hirn. Scheiße, ist beleidigt. Einmal was Nettes ins Mikrofon sagen. Zum Beispiel, es hat mich gefreut, dass Sie meine Fahrgäste waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder irgend sowas. Aber das schaffen Sie nicht, weil das ist gegen die Vorschrift. Und die Vorschrift ist Ihnen heilig. Wenn ich das wollte, hätte ich es schon schaffen. Aber ich will halt nicht. Ja, Sie müssen ja gar nicht. Sieht ja eher jeder, was Sie vor einer sind. Total festgefahren und ausgelaugt. Nicht ein Gramm kreative Energie ist da noch vorhanden. Schauen Sie. Ein Mensch hat nicht wirklich gelebt, wenn er nicht mindestens einmal im Leben aus seiner Ordnung ausgebrochen ist. Von der Geburt bis zum Tod ein dunkler, schwarzer Strich. Und sonst gar nichts. Ein dunkler, schwarzer Strich. Sie haben vielleicht einen Vogel. Besser ein Vogel als ein Betonkopf. Sehe ich den Betonkopf nicht mehr zurück, gell? Oder wollen Sie vielleicht damit sagen, dass ich nichts bin als ein blutleerer Computer oder sowas? Damit haben Sie sozusagen den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Gut, bitteschön, wenn Sie es nicht anders haben wollen. An der Endstation, wenn ich mir jetzt mal ein Hemd frei habe, dann ziehe ich noch mal die Oberschen auseinander, gell? Da passen Sie auf. Das ist typisch für Ihresgleichen. Wenn Ihnen die Argumente ausgehen, dann greifen Sie zu roher physischer Gewalt. So ein Spinner. Das darf doch nicht wahr sein. Ein so ein Spinner. Endstation. Ich freue mich, dass Sie meine Fahrgäste waren. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Dankeschön. Bitte. Sechs. Kleinigkeit. Jetzt konnte ich ja lange über meinen Schatten springen. Und Ohren langziehen. Naja, na, Schmarrn ist eine Redensart, nicht? Also dann, wiederschauen. War doch eigentlich schade, wenn ich jetzt schon aussteigen darf. Ich meine, gerade jetzt, wo bei einer der Kreativitätskern geplatzt ist. Was meinen Sie? Jetzt sollten Sie mal aus Ihrer festen Routine ausbrechen. Hier und heute, das wäre genau der richtige Augenblick. Meinen Sie? Ja, und was Sie machen? Puzzlebaum schlagen oder einen Kopfstand machen oder wie? Hauen wir doch einfach ab. Irgendwo hin. Wir haben den Bus als ein Dach über den Kopf und der Geld haben wir auch. Was hindert uns also dran? Uns? Mhm. Aha, haben Sie das auch nötig, so einen Schattensprung oder wie? Ich bin allzeit dazu bereit. Allzeit dazu bereit. Einfach so abhauen mit dem Bus. Ja, da kommen wir doch nicht weit. Die fangen uns doch wieder ein.
Da haben wir es doch schon wieder. Das ist die Schwellenangst. Sie verhindert die echte Freiheit des Seins. Immer der Gedanke an das, was sein könnte. Immer die Konsequenz des Handelns vor Augen. Das ist das, was uns wirklich kaputt macht. Na ja, da haben Sie vielleicht schon recht. Man hat ständig Angst vor der Zukunft. Und dann geht's doch wieder weiter. Irgendwie. Ich hab gerade eine Scheidung hinter mir. Ich hab auch nicht gewusst, wie das wird. So allein und das geht weiter. Und in einem Jahr, da wäre ich pensioniert, habe ich auch schon wieder Angst, wie das sein wird. Aber auch das wird weitergehen. Schon pensioniert. Ein Wahnsinn. Ja, wo haben denn Sie das Leben lassen? Das kannst du für einer nicht schon gewesen sein. Tja, das war ein dicker, ein dicker, dunkler, schwarzer Strich, schön geradlinig, ohne Buckel. Hat immer gerade das gemacht, was hat sein müssen. Kennen Sie Alicante? Nein. Warum? Das ist in Spanien, am Meer. Mit dem Bus, da könnte man in einem Tag da sein. Palmen, Sandstrand, Segelboote. Ja und? Fahren wir doch hin, jetzt, sofort. Okay, ich bin doch nicht. Über den Brenner nach Italien, durch Südtirol durch, da machen wir eine schöne Speckbrotzeit mit einem guten Rotwein. Dann fahren wir rüber nach Mailand und trinken ein Cappuccino am Dom. Dann geht's weiter an die Riviera. Monte Carlo, Marseille, da kenne ich ein wunderbares Fischlokal. Da ist man zu Abend. Austern, Krabben, Langusten und einen herrlichen Weißwein dazu. Geht zu, Spinne. Dann suchen wir uns eine verträumte Bucht. Da parken wir und übernachten wir. Und dann schauen wir aufs Meer hinaus, wie der Mond sich in den Wellen spiegelt. Und München ist dann längst vergessen. Okay, was? Dann am nächsten Morgen, direkt beim Sonnenaufgang, fahren wir ins letzte Fischerdorf und kaufen uns ein französisches Weißbrot. Ganz frisch aus dem Ofen. Butter, Käse, Marmelade, Wurst und einen starken Kaffee. Ich riech's direkt. Dann geht's weiter. Montpellier, Perpignan und über nach Spanien. Und ruckzuck sind wir an der Costa Brava. Barcelona, da kenne ich ein traumhaftes Lokal direkt am Wasser. Richtig verträumt. Nach dem Mittagessen fahren wir dann an der Küste entlang nach Valencia. Da machen wir dann eine Siesta, das ist eine Pause, und da kaufen wir uns ein deutsches Bier. Ja, wenn wir uns kriegen. Klar, logisch machen wir. Und bis zum Sonnenuntergang sind wir dann am Ziel unserer Träume. In Alicante. Palmen am weißen Sandstrand der Costa Blanca, der Himmel glutrot beim Sonnenuntergang und nur zwei beim Campari an der Bar. Zu spanischer Gitarrenmusik ist das nichts. Alles andere ist dann vergessen. Es zählt nur der Augenblick. Das Leben fängt noch einmal an. Ganz neu und ganz anders. Welche Richtung? Nach Alicante. Ja. Stadt auswärts und dann immer geradeaus. Mensch, Kumpel. Sauber, sage ich, jetzt packen wir's. Es ist ja sehr ein neues Leben. Das ist noch nicht alles. Jetzt hauen wir voll durch, bis wir unsere innere Schallmauer durchbrochen haben. Ja. Und dann? Dann? Da kann uns nichts mehr aufhalten. Dann schwebt ihr davon. Nächste links bitte. Der Flamenco, der lässt dich nicht mehr los. Wenn wir so etwas bei uns zu Hause hätten. 20 Jahre jünger müsste man sein. Nein, man weiß ja gar nicht, was man alles versenkt hat im Leben. Man soll nie zurückschauen, immer bloß nach vorn. Ja. Langsam, da kommt die Ortschaft. Ja. In München konnte man jetzt immer sehen lassen, aber das ist mir auch ganz wurscht. Bis die merken, dass ein Bus fällt, sind wir schon über alle Gärten. Das ist ein Erlebnis, an das Sie sich ein Leben lang erinnern werden. Ja. Gratuliere. Danke, danke, das habe ich alles nur Ihnen zu verdanken. Willst du noch mal stehen bleiben? Stehen bleiben hier? Warum? Ja, halt, stopp, bleib stehen. Halt uns. Was ist denn? Stopp! Warum? Weil ich hier aussteigen will. Tür auf, bitte. Ja, wieso aussteigen? Ich bin hier daheim. Danke fürs Mitnehmen. Ja, aber... Ich wollte bloß einmal wissen, ob ich das schaffe, jemanden wie Sie dazu zu bringen, mich heimzufahren. Das hat geklappt.
Aber das gibt's doch nicht. Es war bloß ein Versuch, sonst nix. Ich bin nämlich Vertreter für eine Seifenfirma. Blanco Soft wäscht oft, kennst doch. Bester Verkäufer Deutschlands. Ja, Sie sehen, gute Schule macht sich bezahlt. Ja, und Alicante? Ja, fahren Sie doch hin. Das können Sie auch allein. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also dann, nix für ungut. Servus. Halt der Bus jetzt da. Nimm mir da vorne. Ja, ja. Wohin fahren Sie denn? Nach Alicante. Über Birnbach. Birnbach? Wo liegt denn das? Na, Sie sind gut. Wenn Sie das nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Ja, ich bin ja eigentlich der Linienbus. Der Linienbus nach Alicante. Ali? Was? Hab ich noch nie gehört. Ist es hier in der Nähe? Ja, nicht ganz. Da müssen wir schon ein Stück fahren. Ach so. Na also, Birnbach, das ist gleich der nächste Ort und da steige ich dann wieder aus. Ist recht. Schlüssel. Den hat jemand verloren. Ja, ja. Dankeschön. Schlüssel fehlt. Den muss ich in der Firma liegen lassen haben. Fahren Sie zurück in die Stadt oder immer noch nach Alicante? Sie fahren doch in die Stadt zurück, oder? Jetzt sind Sie mal nicht mehr böse deswegen. Immerhin haben Sie durch mich eine Reise nach Spanien gemacht. Wenn es auch nur in der Fantasie war. Und Sie haben gelernt, dass man sich was trauen muss im Leben. Dass man was verändern kann. Oder war das kein schönes Gefühl, wie wir zwei nach Alicante gefahren sind, hä? Eigentlich sollten Sie mir dankbar sein. Wagen 12 meldet sich zurück aus Alicante. Was? Aus Alicante? Lassen Sie die Witze. Waren Sie auch im Stau bei der Tankwagen-Explosion in der Innenstadt? Ja. Irgendwelche Brandschäden? Nein. Waren Sie weiter, Kurs 27? Danke, verstanden. Na bitte, Schwein gehabt, alles beim Alten. Jetzt kann der ganz normale Trott wieder anfangen. Glücklich? Den haben Sie die ganze Zeit bei sich gehabt. Mhm. Ja, da hätte ich ja gar nicht zurück müssen in die Stadt. So ist's. Übrigens der nächste Linienbus nach Alicante. Andere Straßenseite, gell? Ja, da ist ja überhaupt kein Haltestein. Ich möchte bei Ihnen eine Reise nach Alicante buchen. Hätten Sie da zufällig noch einen Platz frei? Ja, vielleicht. Da hätten wir was für Sie. Ein günstiges Arrangement für Schnellentschlossene. Wissen Sie,
Es geht eigentlich nur um einen großen, dunklen, schwarzen Strich. Und der soll jetzt endlich einen Buckel kriegen. Einen großen, dicken Buckel. Welches Rennpferd braucht keinen Reiter? Das wissen Sie nicht. Welcher Brief kommt durch die Luft? Auch nicht. Brieftauben. Das sind die Rennpferde der Lüfte. So werden sie wenigstens von ihren Züchtern genannt. Naja, ein bisschen übertrieben ist das schon, aber haben Sie schon mal gesehen, mit wie viel Hingabe sich so ein Taubenliebhaber mit seinen Viechern abgibt? Man glaubt es ja nicht, so eine Taube, die findet über viele hundert Kilometer immer wieder heim. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen auch mit Liebe und Treue zu tun hat, mit einem Gefühl von Geborgenheit, daheim im Taubenschlag. Naja, da soll ja mal einer sagen, dass Tiere nicht die besseren Menschen sind. Aber das ist ja allgemein bekannt, nicht? Oder nicht? Die Hertha ist nicht gekommen. Jetzt ist sie schon 2 Stunden überfällig. Die Hertha, die ist sonst immer als Erste da. Also wenn der was passiert ist, das überlebe ich nicht. Ausgerechnet die Hertha. Das macht doch keinen so Wirbel wegen einer Tauben. Was verstehst du davon? Das weiß ich schon, dass man bei euch kein Verständnis aber finden kann. Aber Max, geh weiter. Kann ich's Auto haben? Ich muss sofort zur Flugleitung. Ja, ja, freilich, nimm's noch gerade. Der Schlüssel steckt. Irgendwann schnappt er noch einmal über mit seinen Tauben. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt lassen halt. Irgendeinen Vogel hat er jeder. Ja, und dein Bruder hat besonders viele. Ja, aber so helft's mir doch. Eine Suchaktion muss gestartet werden. Geh, Max, wo kämen wir da hin, wenn wir eine jede Tauben, die zu spät dran ist, suchen gehen? Versteh schon. Für euch sind's bloß Vögel. Für mich aber nicht. Meine Tauben sind wie die Menschen. Besser noch als wie die Menschen. Wenn's nicht kommt, dann werde ich suchen. Jeden Quadratmeter werde ich absuchen. Hey, du hast doch nur andere Tauben. Jetzt mach doch kein so Geschiss wegen der einen da. Die Tauben sind meine Familie. Und die Hertha, der liegt mir halt ganz besonders am Herzen. Ja, du hast da einen Schnabel wachsen und lernst fliegen. Glaubst du, du gehst mir schon langsam auf die Nerven mit deinen Schmarrn? Gar nicht. Ja, grüß dich, Gott. Du bist wieder da? Ja, Max. Komm, setzen wir uns erst einmal her. Hertha, wo bist du denn gewesen? Warum hast du nie mehr was von dir hören lassen? Ich hab geglaubt, dir ist was passiert. Ich hab geheiratet drüben in Amerika. Geheiratet? Ach so. Mein Mann ist gestorben vor 2 Jahren. Kinder sind groß, fast schon selbstständig. Da wollte ich mal die alte Heimat wiedersehen. Wie lange ist jetzt das her? 23 Jahre.
Da bist du einfach fort, Thomas. 2 Wochen USA hast du gebucht gehabt. Ja. Und dann sind 23 Jahre draus geworden. Es war nicht gerade schön von dir. Wir wollten doch heiraten, wenn du wieder zurück bist. Wenigstens schreiben hätt's können. Das wollte ich ja auch. Aber dann habe ich es immer wieder rausgeschoben. Du hast ja keine Ahnung, was da alles eingestürmt ist auf mich damals. New York. Ich war jung, ein kleines Fotomodell. Auf einmal überall eingeladen, überall dabei. Von einer Sensation in die andere. Und plötzlich bis über beide Ohren verliebt. Deutschland. Das ganze kleinbürgerliche Provinzdenken von damals. Na, du weißt das ja, wie es gewesen ist bei uns daheim. Das habe ich schnell vergessen. Ein neuer Anfang. Ein komplett neues Leben. Ja, das war schon wahnsinnig aufregend damals. Ja, ja. Und ich habe auf dich gewartet. Jahrelang. Geh. Eigentlich bis jetzt. Geh, das glaubst du doch selber nicht. Du wirst ja doch eine andere gefunden haben, oder? Jetzt sag. Hast du wirklich keine andere gefunden? Nur auf mich gewartet? Das tut mir leid. Wenn ich das gewusst hätte. Ich hab oft an dich gedacht, wirklich. Was du wohl machst und wie es dir geht. Aber schreiben habe ich mir nicht mehr getraut. Es war schon so viel Zeit vergangen. Und jetzt bist du gekommen, weil du mich wieder sehen willst? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Ich wollte halt alles wiedersehen. Aber dass ich dich da zufällig treffe, das hätte ich mir nicht träumen lassen nach so vielen Jahren. Na, du hättest ja auch ausgewandert sein können. Oder verheiratet und eine Familie haben. Wer weiß? Familie? Die hab ich auch. Also doch. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Nicht, was du meinst. Soll ich dir zeigen, meine Familie? Ja, gut. Hier wohne ich mit meiner Familie. Nein, nein, nicht da. Da. Komm mit. Ich wäre verrückt. Das ist die Hertha. Seine Jugendliebe, auf die er die ganzen Jahre gewartet hat. Sie werden schauen, ob sie da ist. Immer noch nicht. Aber das macht nichts. Jetzt bist ja du da. Komm her, Hertha, setz dich her. Schau sie dir an. Das ist meine Familie. Das ist die Trudi, die Mädi, der Hansi. Schön ruhig bleiben. Schau's nur her, wir haben Besuch. Die Hertha ist wieder da. Die Hertha, Max und seine Hertha, von der ich euch so viel erzählt habe. Schaut euch die Hertha nur ganz genau an. Jetzt ist sie endlich da. Und jetzt lassen wir sie auch nicht mehr wieder fort. Du Max, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da bleibe. Ja, das kann ich schon verstehen. Das ist alles ein bisschen zu viel für dich. Aber hier ist doch schön bei uns. Du wirst dich schon eingewöhnen. Ein Mensch gehört dahin, wo seine Heimat ist. Und deine Heimat ist hier, bei uns. Da, bei mir. Ach, Hertha, ich bin ja so froh, dass ich dich endlich wieder hab. Max, meine Heimat ist drüben, wo meine Kinder sind. Hier, das ist die Vergangenheit, das ist ganz weit weg für mich. Aber eine schöne Vergangenheit. Weißt, wenn ich dich da so sehe mit deinen Tauben, das ist genau das, wovor ich mich immer gefürchtet habe, damals schon. Dass mich auch einsperrst in einen Käfig. Dass ich dann immer nur ganz für dich da sein muss, wie deine Täuberl hier. Sei mir nicht böse, Max, aber da hätte ich sogar heute noch Angst davor. Glaub mir, es ist besser, wenn ich wieder gehe. Lass mir's bei der Erinnerung, hm? Ich hab die wirklich gern gehabt damals, aber heute noch einmal anfangen, das geht ja gar nicht.
Max, mach mir's doch nicht so schwer. Lass mich gehen. Es ist besser so. Leb wohl. Zurückfahren. Ein kurzer Besuch. Nach so vielen Jahren. Sie sind doch die Hertha, oder? Ja. Mhm. Und Sie müssen die Maria sein, gell? Ja, ja. Ich muss leider weg. Wir haben uns schon verabschiedet. Sie haben sich verabschiedet wahrscheinlich. Er nicht, oder? Ich kenne Sie besser, als Sie glauben. Was meinen Sie, was mein Bruder von Ihnen alles erzählt hat in den langen Jahren? Wissen Sie eigentlich, wie gern er Sie hat? Ja, Sie werden sich jetzt denken, was geht Sie das an? Aber ich muss Ihnen was sagen, das geht Sie eben schon was an. Sein ganzes Leben hat er nur für Sie gelebt, unser Max. Und aus lauter Enttäuschung, weil Sie sich nicht gemeldet haben, hat er sich zurückgezogen. Zum Einsiedler ist er geworden. Hinter seine Tauben hat er sie versteckt und abgekapselt. Nur in der Hoffnung hat er gelebt, dass seine Hertha irgendwann einmal doch wieder auftaucht. Und später, wie das nicht passiert ist. Da ist der Hertha für ihn sowas wie ein Heiligenbeutel geworden. Mit einem Glorienschein oben drüber. Die hat er verehrt. Und mit der hat er gelebt. Da. Da drinnen. Was soll ich denn machen? Ich bin doch ein ganz anderer Mensch als er. Und bestimmt kein Heilige mit Glorienschein. Aber ein bisschen Zeit werden sie doch übrig haben für einen Menschen, der ihnen sein halbes Leben aufgeopfert hat. Du kannst doch nicht einfach fortfahren. Jetzt. Muss schon mal da sein. Mensch, Hertha, du bist da, wo warst denn du die ganze Zeit? Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich hab geglaubt, dir ist was passiert. Überall haben wir dich gesucht. Die Hertha war da. Ja, genau, die Hertha, von der ich dir so viel erzählt habe und von der du den Namen hast, weil du mein Allerliebstes bist. Wo sie ist, meinst du? Möchtest du sie gerne auch ein bisschen? Ja, das kann ich mir denken. Weißt, die Hertha, die hat jetzt ein anderes Leben. Die wohnt in einem anderen Schlag als wir. Die hat jetzt andere, die wo sie lieb hat. Sie meint, da wo sie jetzt ist, ist mehr Freiheit. Aber das meint sie nur. Weil nämlich ein jeder Mensch einen Schlag hat, wo er drinsteckt. Und aus dem er nicht mehr heraus kann, wenn er sich erst noch jahrelang da hineingewöhnt hat. Wir haben ja auch unseren Schlag. Gell, Hertha? Und aus dem wollen wir auch nicht mehr heraus. Ach, ich bin ja so froh, dass ich euch hab, ihr Lieben. Und meine Hertha, die behalte ich heute halt da drin. Bei mir. Ganz unsichtbar. Anders geht's halt nicht. Hertha, hast du das jetzt alles gehört, was ich gesagt habe? Nein, kein Wort. Ich bin gerade erst gekommen. Ich habe mir's überlegt, Max. Vielleicht, dass ich da noch ein bisschen da bleibe, bevor ich zurückflieg. Was meinst? Na, was sagst du? Ob einer Glück hat im Leben oder nicht, das hängt meistens auch von einem selber ab, meine ich. Nämlich einfach davon, wie viel man braucht, um glücklich zu sein. Manche, die können halt nicht nur kriegen vom Glück, die spielen dann Lotto, machen bei jedem Preisausschreiben mit. Naja, das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber wenn sie dann, wie in der Geschichte sie gleich sehen werden, das Glück auch noch verteilen auf andere, die es gar nicht haben wollen, ja, dann weiß das Glück halt auch nicht mehr so recht, wie es ein Unglück verhindern kann. Schaff, wo haben sie es denn jetzt wieder hingestellt, die Dosen nicht? Und dann räumen sie mal unter, Herrin.
Ja, grüße Gott, Herr Salbermoser. Ja, grüß Gott, Frau Brunner. Ja, Meister, sein Glück, dass ich Sie treffe. Gehen Sie, helfen Sie mir doch bei der Preisfrage. Das. Sie sind doch ein Studierter, die wissen doch immer alles. Ein bisschen zu viel der Ehre, Frau Brunner. Alles weiß ich bei weitem nicht. Aber wollen Sie vielleicht mit dem da einen Abenteuerurlaub erleben? Na geh, Herr Salbermoser, wo denken Sie denn hin? Sie wissen doch, Preisrätsel üben eine fast magische Anziehungskraft auf mich aus. Und so, so. Vielleicht gewinnt uns einer ja doch einmal. Was könnte doch sein, oder? Könnte schon sein, ja. Lassen Sie mal sehen. Was wollen Sie denn wissen, die Rätselexperten? Gefragt sind die drei höchsten Berge der Welt. Aha, das ist nicht schwer. Mount Everest, K2, Kanchenjunga. Ja, so heißen die. Da, hoffentlich haben sie Glück. Danke, vielen Dank. Er ist ja so ein sympathischer Bursch, der Fridolin Gabler. Also die Leute sind ja ganz narrisch nach ihm. So, so. Aber ich muss jetzt weiter, Frau Brunninger. Sind Sie mir nicht böse, auf Wiedersehen. Sie haben es was dagegen, wenn ich für Sie auch eine Karte ausfülle. Als Dank sozusagen. Ja, wenn Ihnen das Porto nicht leid tut, dann füllen Sie eine Karte für mich aus. Aber gewinnen tun mir zwei ganz bestimmt nichts. Na, mein lieber Eike, du keuchst ja wie eine ausrangierte Dampflok. Wird wohl höchste Zeit, dass du mit dem Konditionstraining für die Gewinnertour beginnst. Okay, alles Roger. Also, dann mal los. Herzlichen Glückwunsch, Herr Franz. Ja, bitte. Verzeihen Sie, mein Lieber, wir würden gerne Herrn Franz Xaver Salbermoser sprechen, bitte. Der bin ich? Ja, dann sind Sie der Gewinner des Hamilsuppen-Preisrätsels mit Friederwilling Stabler. Die persönlichen Grenzen testen ist an das Machbare. Was, ich? Ich bin der Gewinner von dem Suppenspiel. Das darf ja nicht wahr sein. Also, wenn meine Nachbarin das erfahrt, die trifft auf der Stelle den Schlag. Los, Uli, halt drauf. Das ist der Gewinner des Hamisuppenpreisrätsels, Herr Franz Xaver Salbermoser persönlich. Freut mich, gratuliere. Freut mich, aber wahrscheinlich wollen Sie den Preis ja gar nicht annehmen. Sicher haben Sie einen netten jungen Verwandten in der Verwandtschaft, der den Preis eher annehmen kann, sondern der noch voll in Kraft und Saft steht, Sie verstehen? Ja, Sie eigentlich, stehe ich auch noch voll in Saft und Kraft. Wann soll es denn eigentlich losgehen? Bis an die Grenzen des Wahnsinns. Doch nicht bis an die Grenzen des Wahnsinns, Herr Salbermoser. Das Machbare, das heißt, das, was ein Mensch noch auszuhalten vermag. Sie, Fräulein, ich halte noch sehr viel aus. Ja, also, mein lieber Herr Salbermoser, Sie haben ja keine Ahnung, auf was Sie sich da einlassen. Also, der Gabler, der flippt mir ja völlig aus, wenn der Sie sieht. So ausflippen tut der. Hat der so schwache Nerven, der Herr Extremkletterer. Und ich habe immer gedacht, gerade so einer müsste Nerven haben wie Drahtseil. Ja, die hat er auch, aber verstehen Sie denn nicht? Lieber Herr Salbermoser, überlegen Sie sich das Ganze nochmal. Treten Sie zurück, bitte. Da gibt's überhaupt nichts zu überlegen. Ich habe den ersten Preis gewonnen und jetzt möchte ich ihn haben. Aber da müssen wir jetzt zuerst einmal die Einzelheiten besprechen, oder? Wenn wir oder glimmen, schwinden die Höhen, steigen die Gipfel zu. Komm, Gabler, sag mal du zu einer. Zu meiner Zeit hat sie überhaupt am Berg kein Sieg gegeben. Also, ich heiße Franz und ich hoffe, dass ich ein paar schöne Bergtage mit euch da oben verleben kann, gell? Schöne Bergtage wird's nicht geben. Warum? Ich werde morgen früh wieder abhauen. Noch ein paar Fotos mit uns da drüben vor der Wand, mit Gipfel im Hintergrund. Dann ist Schluss. Ja, und die Grenzen des Machbaren, ne? Also, ich werde nicht glauben, dass ich mit Ihnen... Wir sind ja du jetzt, gell? Ich gehe da mit dir nicht in die Wand und jetzt zum Bivakieren. So was ausgemacht und besprochen. Und der da, der Cowboy, der muss auch mit rauf. Ja, weißt du überhaupt, was das heißt? In der Wand drin über Nacht im Biwaksack. Das ist doch nichts mehr für dich. Die Grenzen des Machbaren. So was ausgemacht, gell? Ja, du, ich gerne einen Stanzelsinger ziehst du, gell? Du sagst bloß, dass der wirklich noch Akkordeon spielen kann. Und jodeln. Der Fridolin Gabler, der ist sehr bekannt. Er stürmt auf die Gipfel in jedem Land. Doch wenn er
ein Versprechen einlösen soll, dann drückt er sich feige in tiefem Groll. Eigenhändig die Wand aufschauen müssen. Die Grenzen sind alles. Alte, geht's dir nicht gut oder ist dir schlecht? Ein Hammi-Suppen-Preisrätselmann, der wollte uns zeigen, was er alles kann. Und morgen, da muss er hinauf auf den Gipfel, egal ob er will oder nicht, der Zipfel. Was ist denn jetzt schon wieder los da unten? Ich kann nicht weiter! Da sieht man's wieder. Keine Kondition. Quatsch, ich häng fest. Das Seil hat sich irgendwie verklemmt. Ich krieg's nicht los. Jetzt zieh halt. Fester! Herr Stoffzeiten. Du bleibst, wo du bist, und rühr dich nicht. Ich geh selber runter. Scheiße, ja? Halt die fest! Halt die fest! Jetzt zieh hoch! Lass deinen Fuß los! Zieh hoch! Um Gottes Willen! Der Schuh rutscht! Zieh hoch! Der Schuh rutscht! Fridolin! Kannst mich hören? Fridolin! Hier! Ich hab mich gefangen! Lass mal Seil runter! Ja, ich komm gleich! Du bleibst da und rührst dich nicht vom Fleck! Aber es wird schon gehen. Hey, was ist los? Wie soll es jetzt weitergehen? Ich glaube, es ist zwei Grippe am Hals. Den da um mich. Ich glaube, ich habe meinen Hals gebrochen. Jetzt haben wir es. Die Grenzen des Machbaren. Hilft mir denn keiner? Was ist los da unten? Die Grenzen des Machbaren haben wir erreicht. Der Wahnsinn. Er ist hängen geblieben. Ja, Verbandsbein. Ja. Du holst den Trage. Nimmst das Verbandszeug mit und trage und rufst die Bergrettung.
Da, da geht jemand, da tun wir lieber. Da drüben ist er verletzt. Lass uns mal die Karabiner auf. Da drüben hängt der Karabiner, glaube ich. Mann, nimm mal meinen Socken runter. Oh, pass auf. Oh mein Gott, sieht das eklig aus. Friedemann, jetzt hast du es geschafft. Der Tisch ist klar. Jetzt haben wir die. Der ist es, oder? Oh, oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, komm mal hoch. So, wie schon später. Hört nicht Finger, sehr weit. Oh! Dr. Schifferz. Jetzt trinkst du erst einmal. Ja. Oh. Ist gleich vorbei. Ja. Sag mal, Franz. Der Name Salvermoser, der kommt mir auf einmal so bekannt vor. Da hat es nach dem Krieg einen ganz bekannten Kletterer gegeben, der hat auch Salvermoser geheißen. So. Könnte es vielleicht sein, dass du der warst. Ja, was du nicht sagst. Kommt's jetzt mit der Trage her. Das schau ich ja. Du bist also der bekannte Kletterer, nach dem einige schwierige Routen benannt sind. Wenn das du sagst, dann wird's schon so sein. Aber das ist lang her. Ja, ja, aber nicht. Aber nicht so lang, dass du irgendwas vergessen hättest. So, das bringt's ihn dann schon langsam runter. Alles dann, Franz. Dank dir schön. Und jetzt soll jetzt hör auf mit deinem Dankeschön. Das war doch selbstverständlich. Nein, 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 das war's nicht. Denn eigentlich hätte ich dir ja die Grenzen zeigen sollen. Und jetzt hast du mir meine gezeigt. Ja, ist schon recht. Also, bitte, bring's schon gut runter, gell? Dank dir schön, Franz. Und servus. Und ich besuch dich dann schon einmal. Herr Salvermoser, danke. Und Entschuldigung, weil ich. Also, ich glaube, ich habe mich ziemlich blöd benommen Ihnen gegenüber. Okay, hör auf mit dem Sie. Franz heiße ich. Danke, Franz. Beim nächsten Preisausschreiben, das verspreche ich dir, bekommt der Gewinner wieder einen ganz normalen Preis. Ja, wollen wir es hoffen. Ja. Glück, Herr Salvermoser, dass ich Sie treffe. Könnten Sie mir nicht helfen bei der Lösung von dem Preisrätsel? Nein, Frau Brunninger, ich leide in der letzten Zeit ganz stark an Gedächtnisschwund. Ich weiß überhaupt nichts mehr. So Gedächtnisschwund? Ja, trifft es die Studierten auch? Das trifft alle gleichmäßig. Soll ich das jetzt glauben oder nicht? Neulich, da habe ich in einer Wirtschaft einen Schweinsbraten gegessen. Und da hat ein Herr am Nebentisch zu seiner Frau gesagt, da schau hin, das ist ein Gourmand. Mhm. Und ich hab gemeint, das wäre der Feinschmecker, ne? Daheim habe ich nach einem Lexikon nachgeschaut, Gourmand französisch heißt viel Fraß. Da haben wir sauber getäuscht. Ein Feinschmecker ist nämlich ein Gourmet. Also die Herren, die wir jetzt gleich sehen werden, da könnte man auch meinen, das sind Gourmands. Oder sind es vielleicht doch Gourmets, auch wenn sie nicht danach ausschauen. Da bin ich jetzt gespannt, was Sie dazu sagen werden. Hier ist Nummer 42. 42A, Brückenstraße 42A. Kerzenleiter dabei. Alles klar, Chef. Candlelight Party wie bestellt. Hier, da war was. Ein Schild, hier auf meiner Seite. Aber das ist doch nur das Flussufer. Fahren Sie zurück, ein kleines Stück zurück. Da kann noch keiner wohnen. Da sind Sie ja endlich. Wir erwarten Sie schon. Sagen Sie mal, wohnen Sie hier? Ich meine, hier ist doch nichts. Nirgendwo ist nichts. Wo Menschen sind, ist Leben. Ja, ich sehe aber nichts. Wenn Sie vielleicht die Güte haben sollten, Ihre Blicke nach unten zu richten, dort warten bereits meine Gäste. Was? Da unter der Brücke? So ist es. Damit wir uns richtig verstehen, haben Sie eine Candlelight-Party bestellt bei der Firma Feinkost Haberlitz? In der Tat. Sind Sie Herr Jablonski? Odomir Jablonski, richtig, ja. Sie wollen uns veräppeln, oder was? Uns hochnehmen, oder? Nichts lege mir ferner. Aber Sie sind doch ein, also jemand, der unter der Brücke schläft und die anderen dort auch.
Auch uns einer will einmal verwöhnt werden. Na ja, ist ja gut, aber nicht von uns, gell? Also, wir fahren dann wieder. Halt, 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 bleiben Sie. Ich zahle bar voraus, Kasse. Wer hat die Rechnung? Aha. Der Rest ist für Sie und Ihre Mitarbeiter. Danke. Sollen wir jetzt anfangen? Müssen wir wohl. So. Jetzt kommen Sie gleich. Wirklich, hä? Ein Glas und freue mich, dass ich Sie als meine Gäste bewirten darf. Ein Prosit auf diesen denkwürdigen Tag und dass uns dieses Festmahl gelingen möge. Sie können beginnen. Avocado-Cremesuppe Haifa, wie bestellt? Ich bitte darum. Kann ich noch einen Port nehmen? Aber natürlich. Mein Herr, wenn bitte immer einer von Ihnen bei uns bleiben würde, auf das Getränke nachgereicht werden können. Und einen Portwein, bitte. Einen guten Appetit allseits. Ein bisschen zu wenig Sekt vielleicht. Hä? Und eine Spur zu viel Dill. Und das Sahnehäubchen könnte bauschiger sein. Es ist schwer, wenn man alles erst über die Treppe nach unten hierher tragen muss. Normalerweise wird zur Avocado-Suppe Käseblätterteiggebäck gereicht, aber wir können uns ja auch mit Ihren Weißbrotscheiben begnügen. Alles in allem gehobene Mittelklasse, die Suppe recht angenehm. Kann ich noch einen Portwein haben? Aber was zum Essen wird Wein gereicht. Was schlagen Sie vor? Einen süffigen Weißherbst. Oder ein Rosé? Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau. Aber Sie disqualifizieren sich ja. Ich hatte Fasan bestellt. Ja, Fasan im Wacholder. Mit Rotwein gelöscht, hoffentlich. Rotwein ist dabei, das stimmt. Rotwein ist dabei. Wir nehmen Rotwein, aber nicht so was Neutrales wie Rosé, sondern wir bevorzugen einen herzhaften, nachhaltigen Wein. Burgunder oder Bordeaux. Haben wir. Welchen von beiden wünschen Sie? Beide. Beide. Und so erlaube ich mir, immerhin festzustellen, dass dieser Wein mit seinem blumigen Volumen mich über so manche geschmackliche Entgleisung hinwegführen wird. Nach dem dritten Glas fällt er leider immer in die Niederungen der deutschen Dichtkunst. Jedenfalls hat er damit einmal einen Haufen Geld verdient. Hä? Lass die Vergangenheit ruhen. Wir haben alle ein ereignisreiches Leben hinter uns gelassen. Das ist gut so. Was zählt, ist nur die Gegenwart. Bitte sehr, Fasan im Wacholder. Ist Salbei dabei? Natürlich. Egerlinge harmonieren aber nicht zum Gesamtensemble. Dann lassen wir sie eben weg. Ich bitte darum. Salz rüber. Mit zu viel Salz verdirbt man sich alles. Es schmeckt vorzüglich. Nur ich würde dann noch mit einem kleinen Wacholder-Schnäpschen abschmecken. Ist bereits geschehen. Ein zusätzliches Schnäpschen, das würde das Ganze noch griffiger machen. Für die anderen auch, bitte.
Preiselbeerfüllung von den Äpfeln erinnert mich an ein Menü, das ich früher auf meiner Speiskarte gleich nach dem Grillsteak gehabt habe. Gefüllte Kirschspatzen mit Sahnehäubchen. Das haben wir die Tierschützer dann verboten. Kein Wunder, dass du als Gastwirt versagt hast. Bemerkenswert wuchtig im Geschmack. Der Champagnerkraut, dagegen ausgesprochen leer die Kartoffelkroketten. Oh, du mir, Jablonski. Der Schrecken der Gourmet-Tempel. Das waren Zeiten, als noch Sterne verteilt durch die Lande geeilt ist. Jeder ist seines Glückes Schmied. Na ja, aber keiner will mehr für sein Schicksal verantwortlich sein. Wer nur heute lebt, trägt wenig Verantwortung und das ist gut so. Ich stelle fest, Fasanen Wacholder macht nachdenklich. Wohl eher der Wacholder, wenn ich mir die Bemerkung erlaubt habe. Sie dürfen. Setzen Sie sich doch zu uns. Der Abend ist so schön und für uns alle da. Ich würde dann lieber bereits die Nachspeise vorbereiten. Einen Moment, nicht so hastig. Gibt's noch einen Nachschlag? Na, bitte noch einen Wacholder zum Abschmecken. Gibt's. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte wenn es am schönsten ist, muss man aufhören können. Ich danke euch für euer Kommen. Ihr könnt ruhig bleiben, solange es euch gefällt. Wir haben ja alles bezahlt. Ich habe noch einen schweren Gang, den ich alleine gehen muss. Lebt wohl, meine Freunde. Und vergesst mich nicht. Wir räumen dann ab, peu à peu. Ich gehe mal nach und schaue, was er macht. Tut mir leid, wenn es Ihnen nicht geschmeckt hat, aber glauben Sie mir, wir haben wirklich unser Möglichstes getan. Alles in allem war Ihre Arbeit sehr ansprechend. Nur ich hatte mir mein Abschiedsessen eine Spur exzellenter vorgestellt. Haben Sie schon mal Kirschen in flüssigen Honig getaucht? Nein. Kurz eintauchen, abtropfen lassen und aufs Eis drapieren. Das nächste Mal werde ich es versuchen. Ein nächstes Mal wird es für mich nicht mehr geben. Wieso wird es für Sie kein zweites Mal gehen? Ich nehme Abschied von dieser Welt. Was soll das heißen? Sie werden sich doch am Ende nichts antun wollen? Ich wollte es vorhin von meinen Gästen nicht erwähnen. Dem Fasan fehlte die Speckauflage. Speck in feine Scheiben schneiden, über Brust und Keulen breiten, festbinden in den Ofen damit. Schon mal was davon gehört? Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Was haben Sie vor? Jeder Augenblick im Leben ist unwiederbringlich. Man muss es nehmen, wie es kommt. Halten Sie mich in guten Gedenken. Gottes Willen, bleiben Sie hier. Ich habe es fest mit mir und der Welt vereinbart. Ich scheide heute aus dem Leben und gehe hinüber in ein anderes Sein. Nein, Sie bleiben mal schön hier. Ja, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Wieso denn? Das Geld, das ich für das Festmahl ausgegeben habe, davon hätte ich ja ein halbes Jahr noch gelebt. Halt! Lassen Sie uns drüber reden. Wieso über Dinge reden, die unabänderlich sind? Ich habe mein Leben feierlich abgeschlossen und jetzt muss auch noch das Ende gelingen. Halt, kommen Sie weg vom Geländer. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kriegen Ihr Geld zurück. Das möchte ich nicht. Es war mir eine Freude, Sie alle zum Essen einzuladen. War es das wirklich? Ja, ganz bestimmt. Sollte das auch von ganzem Herzen kommen? Hier, nehmen Sie. Es war mir wirklich eine Ehre. Ich habe es gern getan. Also, wenn das so ist, wenn man das als Ihre Einladung betrachten kann, dann war natürlich alles im Allem ganz vorzüglich. Kritik gibt es ja überall, aber dann will ich nicht mehr so kritisch kritisieren. Vielleicht könnten Sie ja sogar den einen oder anderen Stern vergeben? Sie täuschen sich. Das ist vorbei. Das war einmal, ich vergebe keine Sterne mehr. Obwohl, einen hätten Sie sicher verdient. Ah, nur einen. So viel Sie wollen. Ich ernenne Sie hiermit zum 10-Sterne-General-Gastronomen. Nee, lassen Sie mal. Aber Sie könnten was anderes für mich tun. Ich engagiere Sie als Tester für meine Restaurants und als meinen persönlichen Berater für die Zusammenstellung unserer Speisen. Zu viel der Ehre, aber ich habe mit allem abgeschlossen. Ach, nicht doch. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Ich bin wirklich sehr an Ihrem Rat und an Ihrer Kritik interessiert. Mein Unternehmen braucht Sie. Mit Ihrer Hilfe werden wir zu einem Mekka für Gourmets, da bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht recht. Sie werden jeden Tag in meinen Restaurants speisen
Und einmal im Monat lade ich Sie und Ihre Kollegen zu einer Candlelight-Party ein. Du musst ja nicht unbedingt wieder unter der Brücke sein, oder? Na also. Na, wie wär's? Bitte schlagen Sie ein. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Danke. Freunde, ich bin gerade eben wieder geboren worden, sozusagen. Es hat mir nämlich jemand zu verstehen gegeben, dass er mich braucht. Und das ist das Schönste, was uns einem passieren kann. Oder? Prost.